Buschallee ist nämlich die 92, die dort startet. Hier ist dieser Wendekreis oder besser gesagt die Wendeschleife. Der ankommende Zug fährt hier rein und fährt dann sozusagen, also hier ist der Fahrgastwechsel. Hier lässt man die Fahrgäste raus und fährt einmal rum und positioniert sich an erster Stelle und dort steht man, bis man abfahren muss. So, und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge, nämlich jetzt der 92. Und diesmal habe ich Google Earth benutzt, denn bei Google Maps gibt es da so die ein oder anderen Probleme, warum auch immer. Ich weiß es nicht, was da genau ist, ist auch egal. So, rauskommende Züge haben hier keine Vorfahrt. Das heißt, wenn wir hier ankommen, sind wir sozusagen die, die Vorfahrt haben. Wir fahren hier rein und dann dürfte der fahren. Meistens ist das auch so. Ja, also es ist nie so, dass man hier ankommt und hier einer steht und losfahren will. Also das ist immer so ein bisschen, man kommt hier rein, man stellt sich hin und irgendwann fährt er los. Dann kann der sich dahin positionieren. So, wie gesagt, man lässt die Fahrgäste rein, man fährt los. Hier am ersten, wie gesagt, fährt man langsam, weil der hat ja rein theoretisch Vorfahrt. Ja, deswegen fährt man da so ein bisschen langsamer raus. Und dann fährt man nämlich los, man überquert sozusagen den ankommenden Zug und fährt dann hier die Straße hoch, ganz locker, 25 in der Kurve. Und fährt dann hier entlang. Hier ist die erste Station. Leider werden mir die Stationen jetzt nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Nee. Also das ist sozusagen die erste Station. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich denke mal, auch die Straßen oder die Namen werden auch wohl egal sein, denke ich mal. So wichtig sind die Straßennamen, denke ich mal nicht. So, dann fährt man hier runter. Dann ist die nächste Station hier. Hier 20 in die Kurve rein und dann kann man hier ein bisschen Feuer geben. Wie ihr seht, ein großer Park, also kein sonderlich großer Verkehr, außer halt hier ein bisschen vorsichtig sein. Und dann fährt man hier rein. Ab dem hier sollte man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Was man jetzt natürlich hier nicht sieht, das ist alles bebaut. Hier ist nichts mehr frei und hier muss man aufpassen, weil die Leute halt da nicht wirklich gucken und einfach drauf losschießen, was natürlich nicht so schön ist. Dann die erste Kreuzung, hier die nächste Haltestelle. Hier seht ihr, ist irgendeine Hauptschule, Hauptgebäude, Fachhochschule Potsdam, genau. So, und dann fahren wir hier runter bis zu dieser Haltestelle. Hier ist eine Ampel mit einem K. Das heißt bei uns koordiniertes Fahren. Wenn da das K kommt, kann man von hier losfahren. Denn dann kriegt man hier an diesem LZA nämlich Signal und fährt in den, ich glaube, das war der Maikäferbogen. Hier fährt man 20 bis zum Bogen. Dann kommt hier der Bogen. Den nimmt man mit 40. Hier vorne muss man aufpassen, da man hier von links sozusagen, die Leute, die von links kommen, haben Vorfahrt. Ja, dann fährt man hier auf die Straße rauf und hat hier seine erste Haltestelle. Wenn man von dieser Haltestelle losfährt, muss man einen Blinker setzen, um den rückwärtigen Verkehr Bescheid zu geben, dass man weiterfährt. So, dann kommt man hier vorne. Hier muss man nach links blinken. Dann fährt man hier über die Kreuzung rüber. Hier ist die nächste Haltestelle. Hier lässt man einfach rollen, mit einfach mal anschubsen und rollen lassen. Der Zug gewinnt an Fahrt bis hier unten zu der nächsten Haltestelle. Nämlich hier Standesamt und Bürgeramt Rathaus Potsdam. Und dann sind wir hier schon am Nauener Tor. Und am Nauener Tor ist nicht eine Eingleisigkeit, sondern eine Bahn. Wie heißt denn das nochmal? Also die Bahngleise sind oft nebeneinander. Das heißt, man hat hier keine Weiche oder sowas, sondern rein theoretisch ist dieses Gleis neben dem Gleis, aber sehr verengt, also eine Gleisverengung. Ja, das heißt, hier ist keine Weiche oder sowas, sondern man fährt auf seinem eigenen Gleis. Man endet auch in seinem eigenen Gleis.
Also hier ist keine Weiche oder sowas. Es ist einfach nur das Gleis neben Gleis nebeneinander. Also das kann man sich. Ich versuche euch mal das zu zeigen. Gleisverengung. Man wechselt sozusagen nicht das Gleis, sondern das Gleis ist einfach nebeneinander sozusagen. Ich versuche mal das jetzt irgendwo zu finden. Ist das so? Ich guck mal ganz kurz, ob ich sowas finde. Denn das ist einfach nur, dass das Gleis ineinander läuft und man nicht die Gleis wechselt. Das ist sogar das Nauener Tor, oder? Gleisverschlingung, so ist das. Genau. Gleisverschlingung, ich gebe mal ein. Genau, ihr seht, beide Gleise sind sozusagen nebeneinander eigentlich. Aber wenn du von der Seite kommst, bleibst du auf dem hier und auf dem hier. Wenn du von hier unten kommst, bleibst du auf den beiden und verlässt es. Also ist keine, ist also, so wie ihr hier seht, ja, wenn wir von hier kommen, dann würden wir auch so auch im Bogen enden und die würden geradeaus weiterfahren. Und das ist genau das gleiche hier in dem Nauner Tor. So, dann haben wir hier auch die erste, auch die Haltestelle nach dem Nauner Tor. Dann kommt hier nochmal eine Haltestelle. Dann kommen wir wieder zu dem wunderschönen Punkt. 91 kommt ja von rechts. Das heißt, wir fahren hier ran und gucken, ob da einer schon da ist oder wie es hier aussieht. Und wenn hier frei ist, fahren wir rüber. Und fahren, fahren, fahren. So, jetzt sind wir ja 92. Und die 92 fährt ja von der Kirschallee. Muss ganz kurz gucken. Bis Schlarzbisam geht's. Das heißt, wir fahren hier geradeaus weiter. Weiter, so wie die 91. Fahren wir dann hier an die Bar, an die Haltestelle. Dann die lange Brücke. Hier. Dann ach so. Die 92. Oh, jetzt überlege ich gerade, ob die jetzt hier geradeaus fährt und dann hoch oder hier lang. Aber ich glaube, die fährt auch hier lang. Dann fährt sie nämlich mit uns hier rüber. Zack, 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 zack. Wieder diese Verengung. Diese in der am Friedhof vorbei hier. Wieder diese zwei Stellen, wo man aufpassen muss wegen Begegnungsverbot. Und dann, meine Freunde, fährt sie hier weiter, 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 genauso wie die 91. Und ab hier biegt sie nach links ab. Dann fährt sie hier runter. Weiter, weiter, weiter. Hier ist dann so ein schönes, hier ist so eine Art Übergang mit Klingling, ja, mit diesen Glocken. Also dieser Ton von Eisenbahn, wenn überquert. Richtig schön. Und wenn er hier überquert hat, fährt er noch hier entlang, hier entlang, zack, bis zu dieser Haltestelle hier. Und hier geht's in die Wendeschleife Bisam geht's und hier wartet sie dann. Und das war's. Und von hier aus fährt sie dann wieder zurück. Oder es gibt auch 92er, die genauso wie die 96 fahren. Den ganzen entlang hier. Hier ist ja die Brücke. Da ist die Arbeit. Also hier ist der Abzweig. Und ab dem Abzweig fährt sie wie die 96er noch weiter. Ah, schön durch schöne Flächen hier am Schäfersee, Baggersee vorbei. So, wir warten kurz da. Dann sind wir hier in der Turmstraße. Das ist die Haltestelle. Dann fährt man hier einen kleinen Schlenker. Die Straße weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist die nächste Haltestelle. Dann fährt man noch weiter. Hier ist auch wieder so eine Art Möglichkeit des Gleiswechsels, falls irgendwas passiert ist. Dann ist hier die nächste Haltestelle.
jetzt fährt man hier nach rechts. Hier fährt man nach rechts. Genau, also das ist nur ab und zu fährt die 92 so, ja. Denn hier steht es ja, sie fährt ab und zu bis Marijuhatsch. Und da fahren wir jetzt nämlich hin. So, dann fahren wir hier unter Brückung. Hier ist die Wendeschleife Gaustraße. Sieht man nicht ganz, aber hier ist eine Wendeschleife drin. Hier ist die Wendeschleife, da seht ihr das. Das ist die Gaustraße. Und dann fährt man hier weiter. Nächste Haltestelle haben wir dann hier. Dann haben wir gleich eine nächste Haltestelle. Die ist hier. Dann eine kleine Kurve, die man nimmt. Auch mit einer Haltestelle hier vorne. Dann kommt wir an einer Schule vorbei. Wieder eine Überquerung der Straße. Das heißt, hier ist auch wieder Blinken angesagt und achten, dass die Autofahrer auch stehen bleiben. Und dann fahren wir nur noch geradeaus. Hier ist dann die nächste Haltestelle. Dann kommt die letzte Haltestelle. Das ist die Marijuhatsch hier. Und hier fährt man ganz langsam, denn hier ist so ein Signal. Und das Signal reagiert sehr spät. Oder besser gesagt, ist sehr langsam. Man überquert diesen Signalpunkt. Dann schleicht man so ein bisschen. Und wenn man so mit 5 km/h schleicht, ab hier hat man Signal und kann ein bisschen schneller fahren. Und schon sind wir in der Wendeschleife Marijuhatsch. So, das war die 92. Die ist aber nicht immer hier. Die sind nur bestimmte Zeiten da. Da steht nämlich extra hier. Bonchet-Kirschallee, Schatz, Schlatz, Biesemkiez, das war davor die Endstelle, die ich euch gezeigt habe. Und Kirschsteigfeld, Marijuhatstraße, das ist die, wo wir jetzt hingefahren sind. Das hier ist die Marijuhatstraße. Ja, das war's. Das nächste, die nächste Linie fertig mit 2 Möglichkeiten. Ja, na denn, dann wünsche ich euch viel Spaß bei den